übertroffen haben. Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Star Wars The Old Republic auf Thirsty's World mit THZ-Sis. Und unser Droide, den wir losgeschickt haben, der hat dann schon seine Mission erfüllt und den Finalon haben wir bekommen. So, jetzt schicke ich ihn trotzdem nochmal los. Irgendwie muss ja mal das Hacken erhöht werden. Piratenparty. Ach, schicken wir ihn doch mal auf die Piratenparty. Pirat. Oh, nur für ihn. So. Dann mal sehen, wo ich jetzt erstmal hingehen kann. Aha. Zum Makaranischen Flachland. Auslöschung der Vergangenheit, ja. Weil hier brauche ich ja 4. Die muss ich nochmal. Schwere Geschütze lebenslänglich und hier brauche ich ja Vorsicht walten lassen. Da sollte ich erst zur Treuder bringen, die Kerne zum Missionsdepot. Wäre vielleicht sinnvoller, da erstmal hinzugehen. Will ich da noch machen? Gehe ich da hin, ne? Na, nicht doch. Wette kommt ja auch nach. Bup, bup. So, erstmal zur Treuder Militärfabrik und dann zu den anderen Sachen. Ja, genau. Was auch immer ihr sagt. Naja, Wette lässt sie jedenfalls anklicken. Die kann man wohl nicht anklicken. Tja, dann wollte ich mal einfach hier durch. Alles ist seltsam. Ja, wir sind doch wohl vom Imperium. Ist auch ein Moment, hier muss ich. Ah, da oben ist er. Dann kann ich den hier auch freischalten. Dann habe ich das hier auch schon entdeckt. Drüben mit der Verbindung sehen, was er mir anzeigt. Zeigen wir alle autorisierten Ziele an. Ah. Okay, verstand aus. Reiseroute bestätigt. Das ist ja mal interessant. So, hier ist dann auch noch wohl. Nicht nur eine, sondern da ist noch eine Quest. Ingenieur Dingsbumsdanks. Mal gucken, wer jetzt hier ist. Ist ja wahrscheinlich der Hinter. Ich muss mich selbst übertroffen haben. Ich denke, dass Sie sehr zufrieden sein werden. Ja, das werde ich ja dann mal sehen. Ist hier jemand drin? Ja, da hinten. Oh, da steht ja auch schon jemand. Reiß den Imperator!
Ihr wisst ja nicht, was es für eine Erleichterung ist, euch zu sehen. Ihr seid die Antwort auf ein Problem, das nicht mehr nur eine Beleidigung meiner Person, sondern eine Bedrohung für das gesamte Imperium darstellt. Seltsam, seltsam, aber naja, machen wir doch gerne mit. Wieder drei Antwortmöglichkeiten. Ihr wagt es, um meine Hilfe zu bitten. Ich höre also keine besondere Bedrohung. Nehme ich nur Nummer 2. Dann wollen wir mal hören, was der Gute zu melden hat. Ich höre aufmerksam zu. Mein Name ist Gansakoa. Ich bin ein Senior-Forschungsoffizier hier in Troida. Vielleicht habt ihr von meiner Beteiligung an den Plänen des protaktinianischen Bombers gehört? Egal. Klar. Es hätte euch lediglich geholfen, die heikle Natur meiner Arbeit zu verstehen. Die Geheimnisse, in welche ich Einsicht habe. Oh, ist ein großer Geheimnisträger. Naja. Ist etwas verloren gegangen? Nummer 1, mal wieder, also drei Antwortmöglichkeiten. Ist etwas verloren gegangen? Nummer 1, spuckt es aus. Nummer 2, versucht nicht, mich zu beeindrucken. Ich nehme mal Nummer 1. Wer fragt, gewinnt. Lasst mich raten. Diese Geheimnisse sind mit jemandem davongelaufen, der sie nicht haben durfte? In der Tat. Wobei dies eine milde Umschreibung von Hochverrat ist. Aber lasst mich deutlich werden. Ich bin nicht der Verräter. Meine Frau hat erst mich und dann unser Imperium verraten. Also, seine Frau hat erst ihn und dann das. Also wirklich. Sie muss bestraft werden. Also drei Antwortmöglichkeiten wie immer. Sie muss bestraft werden. Details. Ihr habt eine Verräterin geheiratet. Ich nehme mal lieber die Details. Ich will ja wissen, was er da eigentlich meint. Ein paar ausführlichere Erklärungen, bitte. Ich hätte Kelara niemals an diesen gottverlassenen Platz bringen dürfen. Ich war voller Hoffnung, als sie endlich aufhörte, sich zu beschweren. Aber nein, sie hat ihre eigene Unterhaltung gefunden. Sein Name ist Harris Bunt. Er ist ein Schläger. Er räumt den Müll in der Kantina von Sobrik weg. Der imperiale Geheimdienst glaubt, dass er ein Spion ist. Und ich zweifle nicht daran, dass er derjenige ist, der die Konstruktionspläne hat, die aus meinem Schlafzimmerschrank verschwunden sind. Ah, also hat der die aus dem Schlafzimmerschrank geklaut? Wieder drei Antwortmöglichkeiten. Er wird zur Rede gestellt. Eure Frau ist trotzdem eine Verräterin. Kümmert euch selbst darum. Nummer 1. Wenn er diese Pläne hat, wird er den nächsten Tag nicht mehr erleben. Hab Dank. Worte können nicht ausdrücken, was es für mich bedeutet, ein Mitglied des Rats der Sith an meiner Seite zu wissen. Die Pläne müssen wieder beschafft werden, bevor Harris sie an die Republik verkauft. Er sollte momentan an der Kantina sein. Ich werde euch mit Freuden eine so große Belohnung geben, wie ich nur aufbringen kann, wenn ihr mir diesen Abschaum vom Hals schafft. Dann werde ich mich um meine Frau kümmern. Na, das ist ja ein Herzchen, mein lieber Mann. Mein lieber Mann. Mein lieber Mann. So. Hier war aber irgendwo noch eine. Ach doch nicht, das war die Aufgabe. Aber trotzdem gehe ich jetzt erstmal da in die Treuder Militärfabrik. Weil sonst muss ich ja wieder zurück zur Dings und dann bleibe ich ja beschäftigt. Bettchen, was ist denn los? Bette, was hast du denn? Habe ich was verpasst? Mein Kleines, wir sind alle noch im grünen Bereich. Noch. Da geht's lang. Moment, ich muss den Eingang sein. Ach ja. Bildung, 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 Bildung. Ah, und da ist die nächste Quest. Bin ich froh, dass ich bei euch bin. Hier würde ich im Leben nicht arbeiten wollen. Kannst du mal froh sein, bitte. So, Ingenieur McDermott. Oder McDermott. Diese verdammten Balmoraner haben keine Ahnung, was gut für sie ist. Sie
Sie hätten vor Dankbarkeit auf die Knie gehen sollen, als wir ihnen am Anfang anboten, ihnen den Ruhm des Imperiums zuteilwerden zu lassen. Ja. Der gute Mann ist ein bisschen sauer. Keine Ahnung warum. Sie werden es noch lernen. Wollt ihr etwas von mir? Seid vorsichtig. Sind wieder die drei Antwortmöglichkeiten. Ich nehme Nummer 1. So oder so, wir werden sie noch in die Knie zwingen. Schön gesagt, mein Sith Lord. Vielleicht wärt ihr so nett und würdet mir bei einem kleinen Problem behilflich sein. Letzte Woche haben diese erbärmlichen Rebellen es geschafft, die Verteidigungsgeschütze rund um Sobrek umzuprogrammieren und auf imperiale Truppen zu richten. Die Ingenieure, die ich geschickt habe, um sie zu reparieren, wurden abgeschlachtet. Meine letzte Hoffnung ist es, jemanden zu finden, der sich den Rebellen und den Geschützen selbst entgegenstellt, um sie zu reparieren. Wieder mal drei Antwortmöglichkeiten. Ich kann helfen, überzeugt mich. Macht ihr das doch? Dann nehme ich Nummer 1, wie immer. Oder nicht wie immer, ich nehme diesmal Nummer 1. Diese Rebellen müssen merken, dass sie keine Chance gegen das Imperium haben. Danke. Die Geschütze sind in der Umgebung der Stadt verteilt und werden streng von Rebellenspionen bewacht. Ihr werdet das brauchen, um ihre Verteidigung zu deaktivieren. Und dann müsst ihr diesen Code hochladen, damit wir wieder die richtigen Ziele programmieren können. Diese Rebellen werden für ihre Unverschämtheit mit dem Leben bezahlen. Hm. Jawohl. Ich sollte hier doch eigentlich noch was abgeben, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, ja, sprach Olga. So, weiter geht's. So, muss ich jetzt... Das wird jetzt wieder... Da geht's nach... Schwere Geschütze, das leckt aus. Zerstörerische Folge. Ach. Ja, das stimmt hier, ja. Also, zerstöre Neutralisierung, Programmierung der Geschütze neu. Neutralisieren? Achso, die abgeschirmten Geschütze neu. Lebenslänglich, Helden 4, Auslöschung der Vergangenheit. Das Leck. Ja, ja. Wette, da bist du mal rübergesprungen. So, programmiere die abgeschirmten Geschütze. Ah, da. Da sind ja welche. Und da sind auch gleich wieder Feinde drumherum. Also Angriff, neu programmieren und los geht's. Oder so. Naja gut, der ist dann mal durchgeführt.
um das durchzuschnitzen. Moment, jetzt muss ich noch ein bisschen näher dran. Ja. Du musst den Schild des Geschützes ausschalten, bevor das U-Profil kommt. Wo kann man den Schild des Geschützes ausschalten? Seltsam alles. Nochmal gucken. Ich muss den Schild des Geschützes ausschalten, bevor es umkommt. Ey, das ist ja witzlos. Woher soll man das Geschütz, den Schild drücken? Da! Jetzt kann man wieder gucken. Oh Mann. Schwere Geschütz. Störe die Generatoren des Widerstands im Lagerhaus in der Gorillenschlucht. Also muss ich zuerst die komischen Generatoren wieder zerstören. So, wo sind die blöden Generatoren? Wir haben bestimmte Schütze in der Gorillenschlucht. Gorillenschlucht. So, irgendwo hier die blöden Dinger rumsausen, die man dann ausschalten muss. Ach, das sind wahrscheinlich die Dinger hier. Ach ja, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Opel 1 entstieß. Klasse gemacht. Also schalte die Generatoren aus. Ja, toll. Und wo sind bitteschön die Supergeneratoren? So, das war's. Bis zum nächsten Mal.